Für viel Aufsehen sorgte am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr ein Unfall auf der Bundesstraße 83 in Höhe Schäferberg. Ein 35-Jähriger aus Grebenstein war unmittelbar nach der Abzweigung B7 B83 mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in ein 2 Meter tiefer gelegenes Waldstück gefahren. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde die Straße teilweise gesperrt. Die Feuerwehr Espenau musste mit einer Motorsäge kleinere Bäume und Äste absägen. Erst dann war es Feuerwehr und Abschleppdienst möglich, das total beschädigte Auto aus dem Waldstück zurück auf die Straße zu ziehen. Der Fahrer hatte großes Glück. Er blieb äußerlich unverletzt, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus nach Hofgeismar gebracht. Der Mann war auf dem Rückweg von der Nachtschicht. Unfallursache ist nach Angaben der Polizei Sekundenschlaf. Der Fahrer hatte gesagt, er sei kurz eingenickt und habe dann die Kontrolle über sein Auto verloren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.